Sascha für Mobile Geeks hier. Es ist Tag 0 auf der IFA 2013 hier in Berlin. Das heißt, eigentlich geht das erst morgen richtig los. Und dann haben wir übrigens auch einen ordentlichen Livestream. Einfach auf Mobile Geeks gehen und anschauen. Wir sind bei Lenovo, unschwer zu erkennen im Hintergrund auf dem Stand. Die machen noch ein bisschen, üben noch gleich ihre Pressekonferenz und bauen auch noch ein bisschen auf. Also morgen, wie gesagt, geht das erst richtig los. Aber was wir jetzt schon machen können, ist, wir können uns das neue Lenovo 7-Inch Tablet anschauen. Und das ist ein Killer. Lenovo S5000, was jetzt Gott sei Dank angeschlossen war, wird jetzt nämlich fast runtergeschmissen. Das Gerät ist so dünn und so leicht. Ihr seht, 7,6 mm und das wiegt so, die haben uns zwar gesagt, es wäre über 300 Gramm, aber wenn ich das vergleiche mit dem neuen Nexus 7, was so knapp 300 Gramm wiegt, dann sind wir hier so in der 260 Gramm Abteilung unterwegs. Also wirklich auch top verarbeitet. Lass uns mal ganz kurz ums Gerät drumherum gehen. Wir haben hier vorne entsprechend, leider haben sie keine Spezifikationen davon. 2-Megapixel-Kamera, ich gehe mal davon aus, dass es eine 5-Megapixel-Kamera hinten gibt. Auf der Seite An- und Ausschalter, Lautstärkeregelung, Micro-USB hinten und hier haben wir noch einen Anschluss für euer Headset. Ansonsten das Material, das erste, was ihr so fühlt, ist nicht nur, dass es einfach so dünn und so leicht ist, sondern vor allen Dingen auch, das ist so ein Laser-Edged Polycarbonat. Man kann auch ganz platt dazu sagen Plastik. Aber die Verarbeitung ist einfach weitaus hochwertiger. Das fühlt sich nicht irgendwie billig an oder so, sondern richtig gut. Und das ist auch der erste Eindruck, den ihr bei dem S5000 habt, sobald ihr es in die Hand nehmt. Wir machen mal ganz kurz die Kiste wieder an und wollen auch ein bisschen was zu den Spezifikationen erzählen. Das rennt auf dem 1,5 GHz Quad-Core von MediaTek, 1 GB RAM, 16 GB interner Speicher. Das ist die Wi-Fi-Variante. Die soll in Q4 für 199 auf den Markt kommen. IPS 1080p Display ist das. Auch hier steht nicht 1080p, aber wenn sie es für den Preis rausbringen wollen. Und es sieht einfach extrem gut aus. Und von daher vermute ich mal ganz schwer, dass es ein 1080p Display ist. Wenn es ein 27er ist, also bitte verzeiht mir und zerschlagt mich in den Kommentaren. Ihr seht, Lenovo hat die UI ordentlich überarbeitet. Ihr habt jetzt nicht mehr diesen typischen App-Folder. Plus, die hauen einfach ihr eigenes Icon-Set über jede einzelne App drüber. Ne? Alle Apps habt ihr jetzt hier auf den Homescreen und performance-technisch, ja, ist das alles ganz schick. Na, wir gucken mal an. Na, seht ihr, er geht auch hier ganz normal in so einen Landscape-Modus rein und vielleicht schmeiße ich jetzt mal, ja, Videos gibt es hier nicht. Irgendwie hatten wir vorhin mal eins laufen gehabt. Vielleicht kann ich das noch irgendwie anschmeißen. Ich gucke mal, ob es noch im Hintergrund irgendwo läuft. So, da, UI-Intro. Da machen wir mal noch einen kleinen Display-Test nämlich. Das ist ein bisschen lauter, wie ihr sehen könnt. Und wir gucken uns mal, wie gesagt, IPS-Display. Ihr habt hier keine großartigen Farbverfälschungen. Auch aus anderen Blickwinkeln, hat einen weiten Blickwinkelbereich hier von dem Gerät und generell sehr, sehr schöne Kiste. Wenn wir das zum Beispiel mal vergleichen mit dem Nexus 7 2013, was ich hier habe, dann seht ihr sofort, das Nexus 7 ist eine Ecke höher und ist vor allen Dingen auch ein Stückchen dicker. Performance-technisch würde ich den MediaTek Quad-Core in etwa so 20% unterhalb, 30% unterhalb des S4 Pro ansiedeln. Also ihr bekommt nicht ganz so die Performance, die ihr von dem Nexus her kennt. Mit der Akkulaufzeit wird das auch ein bisschen schwierig im Moment, weil hier sind auch keine Angaben zur Batterie gemacht worden. Wie sieht das aus mit dem iPad Mini? Das haben wir hier daneben liegen. Da seht ihr, habt ihr das riesige 7,9 Inch 4:3 Format Display. Aber von der Dicke, da tun die beiden sich nicht viel. Ne? Da könnt ihr das sehen. Auf alle Fälle sehr, sehr schönes Gerät. Das ist das neue Lenovo S5000 hier auf der IFA 2013. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.